Dann steigen wir hier vorne fröhlich auf und los geht's. Genau. Aber Züge? Anhalten. Denken. Ausatmen. Kann ich mir. Ist er jetzt doch untergerutscht? Nein, nicht danach. Okay, das ist aber kein echter Bunker. Viel steck ich nicht mehr ein! Was? Wo denn? Warum denn? Was denn dann? Seit wann denn? Hä? Könnte was dabei haben, was wir brauchen. Mir hier Panik und dann hat er alles unter Kontrolle. Naja. Habe ich jetzt schon alles ausgeguckt. Hier gab es nichts, hier war voll. Hier war auch alles gut. Aber keine Vorteilshäftchen, okay. Wo kam der Schuss her? Mutter Erde ist großzügig. Ja, was soll sie sonst machen? Okay, Duct Tape gibt's hier drei. Alle gefunden. Welches? Das da. So war es vorbestimmt. Noch ein Vorteilspunkt. Mit. Bin drin. Wünschte, du würdest das nicht sagen. So, willkommen an diesem wunderschönen Außenposten. Mein Name ist Kuskus, ich spiele gerne und schauen wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall einen Kletterpunkt. Ich sehe da einen Kletterpunkt. Und da sieht mich einer. Meine Freundin Grace war Scharfschützin, aber das hilft uns jetzt nicht. Nicht wirklich. Oh. Ich muss woanders hin. Natürlich falle ich nicht auf. Warum auch? Ein Signalgeber, ein Scharfschütze, der total blind ist.
Und irgendwie hilft mir das nicht viel, wenn ich hier hochkletter. Stärkung, ich brauche erstmal einen Plan. Und wir haben diesen Außenposten. Ja. Ohne Alarm befreit. Das finde ich schön, weil der hier oben ist. Und hier ist nochmal eine Ausrufezeichen. Wir können die Belagerung nicht unterkriegen. Die Obstgärten sind lange weg. Aber wir haben es geschafft, eine schöne große Farm wieder aufzubauen. Dann kamen die Highwaymen und haben sich eingenistet. Ich hoffe, du kannst sie loswerden. Oh, bestimmt. Wir nehmen den Tagebuch. Das ist das Herzstück der Zukunft. Niemand stirbt umsonst. Nee, man zahlt dafür 50 Mark. Du tot. Mit der Anlage hier können wir vier das Land miteinander in Kontakt bringen. Diese Antenne haben die Überlebenden gebaut. Wir haben monatelang nach den nötigen Teilen gesucht. Ja, dann können wir jetzt hier funken. Ja? Die werden uns nie wieder in Ruhe lassen. Es sei denn, wir machen sie komplett kaputt. Lebende Tagebuch. Hey. Ich hoffe, diese Schüssel ist all das wert. So viele sind dafür gestorben. Bestimmt. So, ich brauche mal hier einige Waffen. Auch zweiertauglich sind. Wieso kann ich keine Zweierwaffen haben? Werkwerkstufe 1 benötigt. Achso, okay. Dann machen wir das mal so. Reise nach Prosperity. Bau da was auf, was mein Plan ja war. Expedition. Expedition Grusel. Und noch andere Sachen auf und dann. Du hast uns in Prosperity zusammengehalten. Ja. Expedition. Danke, hi. Hey, Mann. Hey. Du kannst mir schnell Reisen ermöglichen, habe ich gehört. Das ist super. Wir können starten.
Die letzte Chance deiner Ausbildung ist schon vorbei. Wenn die Aoimen seltene Ressourcen finden, machen sie es sich da gemütlich. Wir fliegen dahin und ich setze dich in der Nähe ab. Du musst dieses Paket finden und mitnehmen. Du erkennst es am pinken Rauch. Aber pass auf, an dem Paket ist ein GPS-Sender. Sobald es bewegt wird, werden die Aoimen gleich anfangen, nach dir zu suchen. Ich gebe dir über Funk einen Treffpunkt durch und hole dich dort mit dem Hubschrauber ab. Komm einfach zu mir, wenn du bereit bist. Ich? Ich war schon gestern bereit. Okay, gut. Machen wir demnächst mal, ja? Erstmal will ich hier weiter ausbauen. Immer noch so ein Piepsen in den Ohren. Ich bleib hier, aber so hab ich mir das nicht vorgestellt. Prosperity, drüben bei der Kirche habe ich Highwaymen schreien hören. Anscheinend hindern sie viel Fraße daran, in einen Schuppen mit gutem Zeug reinzukommen. Oh. Ich denke, du hast eine bessere Verwendung für den Kram. Auf jeden. So, ich wollte jetzt mit hier... Wenn du einen Schuppen maximal vergrößern würdest, weißt du, dann sähe das so aus. Diese Pelzträger, die im Wald leben, haben echt mirakulöse pflanzliche Heilmittel. Das Zeug funktioniert richtig derbst, aber keiner von denen versteht, warum. Die glauben, sie würden an Gottes Ritze schnüffeln. Dabei bekommen sie eher nur endlich mal etwas Vitamin C. Schon kapiert. Ja. Ich habe ich schon einmal gestuft. Ich habe ich noch nicht gestuft. Das passt ja, da haben wir gerade meine Italone komplett weg. Yeah, Kartografie auf 1. Du bist jetzt so eine Art Lokalheld. Stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ja, Heilkräutergarten. Mir fällt gerade auf, ich habe, glaube ich, noch nie so richtig eine vierte Waffe. Merke ich gerade. Und weil ich das im gesehen habe, hier habe ich nur bei abgeschlossen geguckt. Scharfschützengewehranfänger, Sturmgewehranfänger, Faustwaffenanfänger, MP-Anfänger. Hier gibt es noch viel zu frei zu schießen. Okay, gut. Brauchen hierfür noch. Noch zwei Spezialisten retten und vier Ausstattungsverbesserungen, ja? Genau. Ihr hattet ja einfach die Stellung und ich, ja, in die Werkbank. Kann ich die ja wieder einpacken? Habe jetzt drei Waffen. Und die muss ich ja ausbauen. Erstmal Munition voll. Weiter eintauschen. Oh mein Gott, habe ich viel davon. Habe ich echt so viel erledigt? Vorräte. Inventar voll, Inventar voll, Inventar voll, Inventar voll. Aber hier kann ich die Dinger machen, okay. Hier kann ich mir Pakete kaufen für 250 Cs und hier kann ich vielfach Cs kaufen. Alter. Gib doch keine 50 aus für 5000 Far Cry Coins. Also nicht jetzt. Was haben wir hier denn eigentlich? Flammenwerfer? Nee. Verrostet RPG? Nee. Astbogen? Nee. M60 finde ich gut. Ah, die habe ich dabei. Jetzt würde ich mir mal ein Präzisionsgewehr mit einpacken. Die auch mal her. Und die hier. Aber die packe ich nicht ein.
Ich stell alles her einfach. Okay, bitte, bim, bim. Seid den grünen Haken dann ausgerüstet, okay. Kann ich den noch herstellen? Ah, ich hab's ja. Den herstellen. Und den da. Dann habe ich die Werkbank 1 ausgeräuchert. Muss ich die dann upgraden, damit ich die Zweier-Sachen machen kann? Obwohl, die kriege ich auch so. Habe ich gerade nicht dabei, geht. Dann die Dreier-Sachen. Und die Elite-Sachen. Oh Gott. Du hast uns verteidigt, als wir dich am meisten gebraucht haben. Ja. Okay, gut. Hier haben wir noch ein Rätsel. Hier haben wir Vorratskammer. Hier haben wir Horatio. Story-Mission sagt hierhin. Und mein Gefühl sagt eher hierhin. Aber ich kann ja erstmal von hier aus starten. Denn dann haben wir jetzt ja Expedition freigeschaltet, die Schnellreise, und vielleicht muss ich demnächst nochmal Expedition, auf jeden Fall werde ich Expedition nochmal testen. Aber erstmal hierhin und von hier aus dann gucken, wo wir als nächstes wahrscheinlich die Vorratskammer. Haben wir den Ausposten nämlich auch schon, dann vielleicht noch zur Ratio, oder ich reise eher hier rüber in diese Region. Wobei ich Herc wahrscheinlich als erstes hole und den hier hole und mal gucken. Werde ich gleich alles sehen. Erstmal hier, hi. Ich habe gehört, ein paar Highwaymen haben diese Eden-Grabstätte angegriffen. Wolltest du mir Finchen erzählen, ja? Das wäre einfach nur falsch. Außer, natürlich du tust es. Für die Gemeinschaft. Ja, gut. Diese Musik bringt mich mehr auf Touren als mir singen. Schließt sich das Teil kaputt. Ja, habe ich eigentlich andere Mitläufer inzwischen? Oder? Natürlich, Omi. Sie macht überall Schalldämpfer drauf. Nana kann durch Rauchen durchsehen, Nana schießt durch Deckung. Ich hätte aber Lust, sie wieder dabei zu haben. Eigentlich hätte ich Lust, ihn dabei zu haben, aber den brauche ich, glaube ich, eher, wenn ich auf Entdeckungsreise gehe. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke, Pater. Fahrzeug. Keins zugegen. Doch da. Hallo. Hi. Wehe, du nimmst jetzt das Auto. Ich war zu jung, als die Überlebenden dieses Ding bauten. Mein Dad hat da viel mitgeholfen. Er war schon immer handwerklich begabt. Genau, und den werden wir auch gleich nochmal holen. Miss. Es gibt nicht mehr viele von diesen Schüsseln auf der Welt. Also wenn hier der Hubschrauber ist und hier die Pistole, dann hätte ich ja hier irgendwie ein Auto erwartet. Das einzige Auto, das wir haben, ein paar zur Jerome gerade und haut damit ab. Und fährt da irgendwo gegen. Ich habe das Gefühl, wir gehen jetzt einfach zu Fuß darüber. Das letzte Mal gesehen. Die stören einfach zu gern aus der Kommunikation. Hey, du. Das wäre der Belagerung echt geholfen. Er ist voll der gute Fahrer.
mächtiges Geschöpf. Ja, deswegen schieße ich auch nicht drauf. Boah, auf den da. Wie ich aus 10 CD wieder nicht treffe. Was sehe ich nicht drauf, oder? Ich nicht. Mir fällt ja schlimmer als ich. Ich hab euch alle im Visier! Jetzt sagt er auch noch was. Okay, nachgeladen, nachgeladen. 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 Achtung, ich sehe einen von denen. Sag doch wo. Das gefehlt. So. Da ist unser Ziel. Ich sterbe nicht. Noch nicht. Nee, da tue ich was gegen. Wir wollen ja noch deinen Vater befreien gleich, ne? Also, na. Gut. Pflanzen wie die sind immer nützlich. Finde ich auch. So, wir haben da einen Turm, der unsere Position der uns verraten würde. Aber ich habe hier ein Mittel dagegen, das ich gerne einsetzen möchte. Und nur eine Position, wo ich da. Das war das erstmal. Ich kann hier nicht bleiben. Rücke vor. Ich kann hier bleiben. Chancen stehen schlecht, ja? Ha. Okay. Der große Kids hat wieder einen Außenposten eingenommen. Du hättest viel Gutes für uns getan. Wenn die Leute das sagen, dann ist das wohl richtig. Nachladen kann ich übrigens auch und mit dir reden bestimmt auch noch. Wir alle haben Gerüchte darüber gehört, dass Edener verrückten Scheiß können. Schläge einfach wegstecken und Leute niedermähen. Die könnten uns noch nützlich werden. Ja, ich weiß, ich muss da hinten hin. Klingt so, als hätten die Wichser die Hälfte unserer Vorräte genommen. Verdammt! Ist wieder irgendwas, was man jetzt erzählen möchte? Nee. Dieses Plünderding. Aber
wenn ich ehrlich bin, ich sammle hier nur die Dinge ab und hoffe, dass mir irgendjemand noch was erzählen möchte hier. Das, was gelb ist. Dieser Mann ist ein wichtiger Teil der Identität. Die Highwaymen haben sich geirrt, als sie dachten. Du hast dich von dem Angriff. Hallo. Ich war bei dem alten Trailer, schon wieder. Als dieser Highwayman Urban auf mich zukam und fragte, ob ich mich ihnen anschließen will. Der sagte, ich müsste mich nur in der Kampfgrube beweisen, die sie da drüben aufgebaut haben. Ich habe ihn mit meiner Waffe verjagt. Aber wenn du wissen willst, wie die Highwaymen so ticken, sprich den kleinen Wichser doch mal an. Okay. Irwin Smalls. Er ist ja hier gleich in der Nähe, da können wir mal hingehen. Oh ja. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird. Ah, nicht viel. Abgesehen davon, dass die Gegner stärker werden, jetzt nehme ich aber ein Auto. Ja, beziehungsweise Motorrad. Da ist er. Okay, ich bin dabei.